Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer Juli-Einstimmung. Eigentlich die Zeit des Hochsommers. Ich habe mir jetzt gerade, weil es so schön Hochsommer ist, als Vorbereitung für diesen, für die Einstimmung für Juli einen Kakao gemacht. Und draußen hat es eher so einen balinesischen Untouch. Es regnet. Und ich sitze hier und habe auch gerade noch mal so ein bisschen meditiert und habe dann auch meine Kristalle bei mir. Und versuche einfach so ein bisschen diese Klarheit auch zu bekommen, wie dieser Juli denn so zu meinem Feeling und vielleicht dann eben auch zu eurer energetischen Unterstützung hilfreich und unterstützend sein kann. Es ist eigentlich die Zeit des Hochsommers, also es ist so der vom energetischen her ist es so, dass wir am 21. Juni den Höhepunkt hatten. Jetzt rein von der astrologischen Sichtweise bzw. Planetensichtweise ist es das. Die Achse sich jetzt wieder verändert und damit dann die Tage wieder kürzer werden. Und was mir jetzt gerade auch schon wieder so auffiel, ist, der Juli ist so ein Monat des ganz tiefen Fühlens, also des sehr intensiven Wahrnehmen von Gefühlen. Und dann fiel mir natürlich ein, ja, stimmt, wir sind ja jetzt in der Phase vom Krebs. Und der Krebs hat ganz viel mit diesem tiefen Fühlen zu tun, mit dem Fühlen von dem eigenen, wie nähere ich mich? Ich habe gerade eine 12 Tage Selbstfürsorge Unterstützung gegeben in meiner Facebook-Gruppe. Und da ging auch viel daraus hervor, so diese Vorbereitung schon darauf, sich zu erlauben, zu fühlen und auf allen Ebenen sich zutiefst nähren zu lassen. Und zwar nicht in dem Sinne von, ich esse jetzt 3 Stücken Kuchen oder ich trinke jetzt 5 Kaffees oder das ist nicht diese Form von genährt sein, die ich meine, sondern es ist diese Ebene von Genährtsein, die deine Sinne anspricht und damit dann auch die energetische Ebene in dir. All unsere Sinne sind mit einer energetischen Ebene, mit einer Organstruktur und damit dann auch mit einer emotionalen Ebene verbunden. Und in dieser Krebsphase geht es ist wie so ein Paradoxum und gleichzeitig repräsentiert es auch unsere Welt wieder so fantastisch. Der Hochsommer ist, wir sind total draußen normalerweise, Grillabend mit Leuten zusammen sein, in kurzer Hose und T-Shirt und nicht noch Jacke, Pulli und ein paar warme Socken. Und gleichzeitig haben wir diesen Krebs, der uns so nach innen einlädt. Und in diesem nach innen gehen ist durch diesen Juli, den wir normalerweise auch so stark empfinden können, eher so sich ein Herz öffnen, mit offenen Armen sich begegnen und ne, in so eine Umarmung hineinzugehen. Und irgendwie finde ich es auch gerade zauberhaft, dass das Wetter eben nicht so mitspielt im Sinne von nach draußen zu gehen und viel mehr von sich wegzugehen, sondern um dieses Nährende, sich zutiefst Zuwendende in einer Atmosphäre entstehen kann, mit viel Licht, mit viel Klarheit, mit viel Bewusstheit. Und es ist, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, es ist so eine Zeit des tiefen Fühlens und des Empfangens. Und ich habe euch so ein paar Fragen, Reflexionsfragen auch wieder zusammengestellt. Aber ich würde gerne mit euch vorher wieder mit so einer Meditation, Einstimmung, Atemgeschichte, wie man sie auch immer nennen mag,
anfangen und dafür schau, dass du erstmal an einem ungestörten Ort bist. Wenn du nebenbei noch irgendwelche anderen Sachen machst, schau, dass du jetzt die auf die Seite legen kannst, um ja voll bei dir anzukommen, so dass du dir erlauben kannst zu fühlen dessen, was dann da ist. Gut, dann auch hier betrachte noch mal den Ort, an dem du gerade bist. Fühlt er sich sicher an, so dass du dich zurückziehen kannst? Also wird jetzt nicht noch einer in den Raum reinplatzen, in dem du gerade bist, oder dass jemand irgendwie auf dich zukommt und dich nur eine Frage stellt, oder deine Kinder sind gut versorgt, meine Katzen liegen dort und schlafen. Das heißt, die werden mich jetzt auch nicht stören. Also das ist sozusagen, es fühlt sich sicher an, euch jetzt zu begleiten. Und dann bring die Aufmerksamkeit an deinen Ort, an dem du sitzt, in dem du liegst. Und wenn es sich stimmig für dich anfühlt, dann schließe die Augen. Atme noch einmal über die Nase ein und über den geöffneten Mund aus. Und dann lass den Atem über die Nase fließen. Lass die Lippen leicht geschlossen. Und nimm alle Geräusche um dich herum wahr. Und lass ein Geräusch nach dem anderen los, ohne ihm viel beizumessen. Und dann spür für einen Augenblick deinen Körper, dein Kopf, dein Gesicht, dein Hals, deine Schultern und deine Arme, deine Hände, den Brustkorb, den Bauchraum, den oberen, mittleren und unteren Rücken. Das Becken, das Gesäß, die Beine, die Knie, die Waden und Schienbeine, Sprunggelenke und deine Füße, beide Beine, beide Arme, den Torso, den Kopf, deinen ganzen Körper. Spüre deinen ganzen Körper, so wie du jetzt gerade hier bist. Dann spüre und fühle in deinen Körper hinein, ob es ein Areal gibt, einen Bereich gibt, der sich sehr stimmig und gut anfühlt, mit dem du keine Herausforderung hast, mit dem Teil, mit dem Bereich, der sich vielleicht auch warm und sicher anfühlt. Und lass diesen Ort, diesen Punkt in deinem Körper deine Parkbank sein, dein Anker, den Bereich, an dem du dich wieder verankern kannst, wenn es zu unangenehm wird oder zu abgelenkt wird. Vielleicht auch den Moment, wo diese tiefen Gefühle an die Oberfläche kommen, die für einen kurzen Augenblick den Atem nehmen. So kannst du dich hier in diesen Ort, der sich sicher,
geborgen und getragen anfühlt, verweilen. Und dann verankere dich in deinem Herzen, verankere dich in deinem Bauchraum. Und schau, welcher Anteil sich für dich am stimmigsten anfühlt, der Bauchraum oder der Herzbereich. Was für dich ein Zuhausegefühl ist. Ein Ort, der dich in dir verankern lässt, wo du am meisten fühlst, wodurch du am meisten fühlst. Denn von diesem Ort, stell dir vor, du bist an einem schönen Ort mitten in der Natur und siehst die Horizontlinie. Es ist noch der frühe Morgen und die Welt ist noch ganz ruhig und friedlich. Langsam beginnt die Sonne am Horizont aufzutauchen und breitet ihre warmen ersten Strahlen aus und beginnt den Himmel zu leuchtenden Farben zu erhellen. Und erlaubt dir mit jedem Atemzug diese Wärme und dieses Licht einzuatmen. Einzuatmen in deinen Körper hinein, in jede einzelne Zelle. Vor allem in dieser beiden Bereiche, die du ausgesucht hattest, das Herz oder der Bauchraum. Und dort fließt dieses leuchtende, goldene, flüssige Licht in dich hinein. Und dieses Licht, diese Lebendigkeit, diese Klarheit und Stärke, die das Sonnenlicht unter anderem auch repräsentiert, füllt und erfüllt dich mit jedem Atemzug klein wenig mehr, ein klein wenig lichter, ein klein wenig leuchtender. Und aus diesem aufgefüllten und erfüllten heraus erlaubt dir, alles zu fühlen, ungefiltert, ganz pur und ganz klar. Erlaub dir, die Gefühle wahrzunehmen, die in dir gerade vorherrschend sind. Die Gefühle von Leichtigkeit, aber auch diese Gefühle vielleicht von Schwere, vielleicht sogar von Dunkelheit. Erlaub dir, inklusiv zu sein mit all deinen Gefühlen, mit all dem, was du wahrnimmst. Lass den Atem ganz sanft und ganz behutsam hier fließen. Erinnere dich daran, du kannst zu jeder Zeit auf deiner Parkbank Platz nehmen, diesem Körperareal, um dich hier noch ein Stück weit zu halten,
um dann wieder in die Begegnung zu gehen von den Gefühlen, die wir vielleicht sogar sonst wegdrängen würden oder klein machen oder größer machen, als sie wahrhaftig sind. Erlaub dir die Gefühle, die in deinem Leben sind, die dich berühren, die dich inspirieren. Ungefiltert und pur wahrzunehmen, ohne dass sie dich überfordern, mit auf eine Reise nehmen, sondern nur pur und klar wahrfühlen. Hören, fühlen, spüren, fühlen, riechen, fühlen. Und dann leg deine Hand an den Ort, wo du den Fokus hingelegt hattest, so den Herzbereich oder den Bauchbereich. Und schenke dir einen kurzen Augenblick der Dankbarkeit dafür, dass du dir begegnet bist, dafür, dass du dich begonnen hast zu fühlen. Und dann nimm noch ein paar tiefe, kraftvolle Atemzüge und schau, dass du mit jedem Atemzug dich mehr erfüllst und nicht nur in eine Tiefe gehst, sondern dass der Atem auch dreidimensional werden kann. Die Vorderseite, die Flanken und die Rückseite. Volle, kraftvolle, füllende und fühlende Atemzüge. Und wann immer du bereit bist, langsam wieder aufzutauchen, beginn den Körper sanft zu bewegen, dich zu regeln, zu strecken und zu fühlen. Wunderbar, dann komm langsam. Auch mit geöffneten Augen in den Raum zurück, in dem du jetzt dich befindest. Und lass dieses Echo von dem sich hineinspüren, wie sich das lichtvoller und kraftvoller in dir ausdehnt, um dir die Kraft zu geben, in die Gefühlsebene hineinzustrahlen. Wie so kleine Wasseradern, die sich durch die Erde bewegen und durch kannst du dich auch in dir weiter bewegen und erforschen. Und meine Einladung ist, dass du das über den Juli immer wieder machst, immer wieder versuchst, in dein Leben hineinzubringen, um die Wahrhaftigkeit der Gefühlsebene in seiner Gänze wahrzunehmen. Und das kann sehr nahrhaft sein, das kann sich sehr vollständig anfühlen. Und auch hier immer wieder auch bedenken, ah okay, es gibt Gefühle, die machen einen kurz auch machen wieder nass, bringen Erinnerungen hoch. Ich werde dir auch gleich noch ein paar ätherische Öle vorschlagen, um diesen Bereich noch weiter mit zu unterstützen, um dir auch nochmal ein Navigationsmittel zu geben, aber du könntest auch noch mit Bachblüten arbeiten, du könntest auch mit deiner Meditationstechnik arbeiten oder mit all den anderen Werkzeugen, die dir bekannt sind. Und für die Reflexionsfragen auch nochmal hier. Ich weiß, ich habe das letzten Monat schon gemacht, ist die Reflexion vom letzten halben Jahr. Das nochmal so zusammenzufassen für dich und das auf einer Gefühlsebene. Wie fühlt es sich an, all das, was du erreicht hast in den letzten 6 Monaten, zu zelebrieren, zu genießen, zu erfüllen, anzunehmen und zu erfühlen? Und
so wie wir das gerade in der Meditation oder mit dieser energetischen Einstimmung auch gemacht haben, so erlaubt dir auch diese Dinge zu fühlen, die du gerne feiern möchtest, die Glücksmomente waren, die bestimmte Erfolge waren, bestimmte Dinge, die du erreicht hast. Und mir fallen da gerade selbst so ein paar Sachen ein, wo ich denke, ach ja, genau, stimmt. Stimmt, wir haben ja auch etwas erreicht in diesem Jahr. Ich habe am 22. Juni mein Buch veröffentlicht, mein erstes über die Aromapressur. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall feiern kann und auch noch mal mir zu erlauben, mit diesem ganzen Stress und mit diesem ganzen Lektorat und Sätzen von und so weiter und so weiter und dann wirklich dieses haptische Buch in der Hand zu haben, das zu zelebrieren, wie sich das anfühlt, das geschafft zu haben. Und so auch für dich, naja, du darfst genauso schauen. Was hast du erreicht? Welche Erfolge hast du verzeichnet? Und was da natürlich als die nächste Reflexionsfrage hineingeht, ist, wie möchtest du diese Energie des Sommers nutzen auf der Gefühlsebene? Was möchtest du noch kreativ und mit der Lebensfreude hervorbringen? Die Lebensfreude ist etwas, was auch im Hochsommer, jetzt im Juli, ganz, ganz präsent ist oder präsent sein darf. Und inwieweit möchtest du und kannst du dieses Gefühl der Lebensfreude noch mehr in dein Leben hineinbringen? Zu schauen, welches Hobby möchtest du noch mal aufleben lassen? Möchtest du ein Buch schreiben oder möchtest du ein Bild malen? Möchtest du etwas töpfern, also etwas Handwerkliches machen? Auch hier möchtest du mehr Zeit im Freien verbringen, auch wenn es regnet. Es regnet ja nicht 24/7, sondern man kann ja auch genau diese regenfreien Phasen nutzen. So mache ich das jetzt gerade im Garten unten und genieße es dann, mich da auch einfach hinzusetzen, auch wenn ich jetzt den Rasen nicht mähen kann, aber dennoch zu genießen, was da auch ist. Da ist jetzt auch schon so in Richtung, ne, sich langsam, langsam zurückziehen geht. Ne? Also die Nächte werden jetzt wieder etwas länger werden, der Tag wird insgesamt vom Licht wieder etwas kürzer werden. Was ist jetzt so diese Balance zwischen Aktivität und Entspannung? Und wie kannst du so kleine Phasen der Entspannung in aktiven Zeitphasen mit hineinbringen? Und ne, Sommer lädt uns natürlich oft ein, auch draußen zu sein oder aktiv zu sein. Und wie kannst du in diesen Zeiten einfach auch noch diese Parkbank einfach mit dazu hineinbringen? Zu schauen, okay, wo kann ich mich jetzt mal hinsetzen und für 3, 5, 10, 15 Minuten alles einfach mal sein lassen und nichts tun? Und das ist natürlich etwas, was ich aus mir heraus schon langsam hervorgebracht habe und noch mehr kultivieren möchte. Also auch dieses Momente des Innehaltens, weil in unserer Schnelllebigkeit ist Fühlen kaum möglich. Und es ist ein Lernprozess in einer Aktivität zu fühlen. Weil in dieser Aktivität sind auch unsere Gedanken, unsere Gefühle auch schneller. Und somit können wir jetzt schon mal üben, aktive Phasen, Ruhephasen und darin zu fühlen. Ich habe ein paar hier ist es. Öle für euch zusammengestellt und diesmal ist es die Bergamottminze. Bergamotte ist ja ein ätherisches Öl, das viel mit Klärung und Reinigung und Selbstbewusstheit zu tun hat. Und Pfefferminze ist was sehr Klärendes, was sehr Erhellendes. Pfefferminze ist ein Öl, das generell uns hilft, Stagnation zu bewegen. Und so wie es eine Apfelminze gibt und eine Erdbeerminze, gibt es eben auch eine Bergamottminze. Und von der Bergamottminze, das ätherische Öl, hergestellt,
hat quasi ein Stück weit diese Qualität der Bergamott, ohne dass da ein Zitrusöl mit drin ist. Und Pfefferminze dann an diesen schwülheißen Tagen ist super gut, gerade auf den siebten Halswirbel aufgetragen, um das ganze System etwas zu beruhigen, zu kühlen, aber dennoch eine Klarheit und ein Selbstbewusstsein damit beizubehalten. Klar, ich kann nicht ohne ein Zitrusöl. Deswegen ist es diesmal auch die rote Mandarine. Die rote Mandarine hat einen sehr fruchtigen Charakter. Wir haben insgesamt drei verschiedene Mandarinenöle. Das heißt, wir haben die rote, die gelbe und die grüne. Die grüne ist von der unreifen, die gelbe von der halbreifen und die rote von der reifen Frucht bzw. der Schale. Und die rote Mandarine hilft uns, in dieses Herzfühlen des Spielerischen hineinzugelangen. Also mehr diese Fühlbereitschaft zu haben, auch die Freude, diese kindliche, spielerische Freude zu entdecken und dieses kreative Potenzial auch wieder hervorzubringen. Und das dritte Öl ist Eukalyptus. Und Eukalyptus ist das Öl des Wohlgefühls. Das Eukalyptus hilft uns, weil es ein Blattöl ist, hilft uns quasi, wenn wir mit Gedanken festhängen, dass wir oder emotional festhängen, wieder in diese Bewegung hineinzubekommen. Wir kennen das als ein Öl mehr zum Herbst wieder hin, wo es mehr um dieses Atmen geht und die Frische dabei. Und es hat auch was leicht Kühles oder Schneidendes. Und das kann uns einfach auch helfen, gerade wenn wir so festgefahren sind, Dinge zu klären, zu trennen oder zu auszusortieren. Und ich habe mir auch diesen Roll-On schon fertig gemacht und bin schon ganz verliebt in den. Und ich habe diesmal ein bisschen mehr rote Mandarine reingemacht. Und denkt dran, es ist ein Zitrusöl, es ist fotosensitiv und kann schwarze Flecken auf der Haut machen, wenn du es auf die Haut aufträgst und dann direkt in die Sonnenstrahlen gehst. Und für mich ist das gerade ein Öl, das ich viel über meinen Solarplexus mache. Die Bergamottminze und das Eukalyptus hilft, das Ganze zu bewegen. Und gleichzeitig habe ich diese Komponente der roten Mandarine drin, die wieder so etwas, ja, Nährendes, Beruhigendes zum Teil hat, aber auch was Klärendes. Zitrusöle haben immer auch was Saubermachendes. Und ich hoffe, dass dir diese Sommermischung gefällt. Falls nicht, schreib mir einfach. Ich kann dich da auch gerne beraten, noch eine andere Mischung für dich zu finden. Genieß diesen Juli, egal was er bringt, und genieße ihn vor allem auf deiner Gefühlsebene. Erforsche deine Gefühle, diesen ganzen Bereich, weniger der Emotionalität, sondern der Gefühle, und erlaub dir, ungefiltert zu fühlen, mit dem Wissen darum, du kannst zu jeder Zeit wieder das navigieren. Wunderbar, ihr Lieben. Ich danke euch für euer Mitdabeisein, das Zuschauen, das Mitmachen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach unten in den Kommentar hinein. Ich freue mich, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Monat. Ciao und tschüss.